Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe CDU-Fraktion, zunächst einmal das Positive, jedoch ich habe leider auch nur einen Satz, genau wie meine Vorrednerin Frau Jansen. Es ist gut, dass die CDU-Fraktion die Problemlage arbeitsloser Menschen in den Blick nimmt. Frau Jansen hat gesagt, das war's. Das nehme ich jetzt hier mal auf und sage ebenso, das war's. Aber das, was Sie in Ihrem Antrag scheinbar als neue Ideen präsentieren, wird schon längst gemacht. Sie sprachen vom Tun, Herr Kern. Herr Kern, wir tun und wir tun schon lange. Ganz vorn bei der öffentlich geförderten Beschäftigung, dem sozialen Arbeitsmarkt. Hier werden Menschen qualifiziert und an den Arbeitsmarkt herangeführt, auch im Baugewerbe. Leider war es nicht möglich, im zuständigen Ausschuss eine gemeinsame Position zum sozialen Arbeitsmarkt und einen gemeinsamen Antrag auf den Weg zu bringen. Und warum war das nicht möglich? Von Ihnen kam kein Vorschlag, keine Idee zu unserem Antrag, obwohl es so verabredet war. Hier, liebe CDU, wäre ein Anknüpfungspunkt gewesen, Beschäftigung benachteiligter Menschen bei der baulichen und sozialen Quartiersentwicklung in den Kommunen zu diskutieren und die vorhandenen Qualifizierungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten mehr hierauf auszurichten. Sie haben dies nicht gemacht. Denn dann wäre Ihnen schnell dargelegt worden, was nun hier im Plenum erfolgt. Landesregierung und Regierungsfraktionen sind längst einen Schritt weiter. Wir haben die CDU längst überrundet. Die operationalen Programme des EFRE, des ELA und des ESF verfolgen ressortübergreifend die städtebauliche und soziale Entwicklung im Quartier mit integrierten Maßnahmen. Das ist bereits der durchgeplante Weg von SPD und Grünen. Leider geht die CDU diesen Weg bisher nicht mit. So werden wir der Herausforderung gerecht, Teilhabe insbesondere an Bildung und Arbeit von Menschen am Rande unserer Gesellschaft zu begegnen. Hinzu kommen weitere Programme, wie beispielsweise die Soziale Stadt, BIWAG, Lohnkostenzuschüsse, Qualifizierungsmaßnahmen, unterstützt vom Bund und der BA. Fazit, liebe CDU-Fraktion, wir haben Sie schon lange nicht rechts, sondern links überholt. Sie hätten beim Programm Sozialer Arbeitsmarkt mitwirken können. Sie hätten im ESF-Begleitausschuss Vorschläge einbringen können. Sie hätten sich bei der Veranstaltung der Landesregierung vor 2 Wochen kundig machen können, als alle 3 EU-Strukturförderprogramme und deren verknüpfende Maßnahmen vorgestellt wurden. Ich habe dort keine Kollegin oder Kollegen der CDU gesehen. Und Sie hätten sich, wie Frau Jansen schon erwähnt hat, vor 3 Tagen über die Zusammenarbeit des Wirtschafts- und Arbeitsministeriums mit der BA, den Kammern, den Gewerkschaften und des Unternehmerverbandes in Bezug auf Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und Benachteiligten am Arbeitsmarkt informieren können. Die CDU war nicht da. Ich frage Sie, Herr Kern und Co., mit den Worten Herbert Grönemeyers, was soll das? Sie rühren im kalten Kaffee, sind längst überrundet, bringen Ihre scheinbar neuen Ideen in den zuständigen Gremien nicht ein. Und was mich besonders ärgert, Sie bringen oder haben bisher keine Vorschläge zum sozialen Arbeitsmarkt in unserem Ausschuss gemacht, obwohl wir in der Anhörung vereinbart hatten, gemeinsam einen Antrag auf den Weg zu bringen. Und nun kommen Sie mit einem Antrag um die Ecke, der hier direkt abgestimmt werden soll. Ihnen ist Populismus wichtiger als Facharbeit. Schade. Ihnen ist gemeinsame Facharbeit bisher egal. Schade. Wir Grünen lehnen Ihren Antrag ab.